diesem Computer aufzeichnen und es läuft. Ja, Netzwerkflussprobleme finde ich ein ganz schönes Problem. Aus der Graphentheorie gibt es ganz schöne Algorithmen für. Ein paar Beispiele, die ich mit Hilfe von oder als Netzwerkflussprobleme modellieren kann. Ja, ganz einfaches Beispiel. Ich habe irgendwie eine gewisse Anzahl von Lagern oder Produktionsstätten, sage ich mal. Das ist dieses Ding hier. Auf der anderen Seite haben wir quasi einen gewissen Bedarf, der gedeckt werden muss. Dazwischen haben wir irgendwie ein Verteilnetzwerk, wo wir eingeschränkte Transportkapazitäten haben. Man kann sich das auch vorstellen als ein Pipeline-System. Das ist eigentlich ganz gut. Das passt dann ganz gut mit dem Begriff des Flusses. Ja, ich habe ein Pipeline-System. Hier sind sozusagen Quellen, Ölquellen oder was auch immer was für Quellen. Hier sind irgendwie Raffinerien, wo das ganze Zeug ankommen muss. Hier sind Verteilstationen. Die Leitungen haben halt eine beschränkten Durchmesser, eine Durchlasskapazität, die irgendwie gedeckelt ist. Ja, und die Frage, kann das, was wir sozusagen hier an dieser Seite reinstecken in das Gesamtsystem, kann das auf dieser Seite den dort herrschenden Bedarf bedienen? Zweite Fragestellung, die hatten wir gestern schon, als ich das als Problem formuliert hatte, das war dieser Auswahl- und Neujahrsempfang des Bürgermeisters, da gehe ich jetzt mal drüber hinweg. Drittes Problem, ich habe eine Menge von Arbeitsaufträgen. Ich habe Randbedingungen für so einen Arbeitsauftrag, beispielsweise eine gewisse Bearbeitungsdauer, ein Freigabedatum, dass erst ab einem bestimmten Zeitpunkt ein Arbeitsauftrag bearbeitet werden kann. Ich habe ein Fälligkeitsdatum, zu dem ein Arbeitsauftrag fertig sein muss. Ich habe eine Menge von Maschinen, die immer nur oder jede Maschine kann zu jedem Zeitpunkt nur einen Arbeitsauftrag bearbeiten. Jeder Job kann auf jeder Maschine bearbeitet werden, können auch unterbrochen werden und wieder fortgesetzt werden, so einzelne Arbeitsaufträge. Und gibt es eine Zuordnung der Arbeitsaufträge zu Maschinen, sodass alle diese Arbeitsaufträge vor der Fälligkeit, vor dem jeweiligen Fälligkeitsdatum halt bearbeitet sind. Und das vierte Problem, so ein klassisches Problem außer ja, Mathematik, nennt sich dort Heiratsproblem. Und zwar, ich habe im Prinzip zwei unterschiedliche Mengen. Ich habe es mal hier bezeichnet als eine endliche Menge P heiratswilliger Personen, eine Menge M von mit diesen Personen befreundeten Menschen. Ja, und dann gibt es sozusagen so eine Freundschaftsbeziehung. Ja, zu jeder Person gibt es eine gewisse Menge von Menschen, die mit dieser Person befreundet sind und gesucht. Ja, lassen sich die Personen mit den Menschen so verheiraten, dass jede Person einem der mit ihr befreundeten Menschen heiratet, ohne dass die Monogamie-Regel verletzt wird. Ja, also da geht es um eine Zuordnung zwischen zwei unterschiedlichen Mengen. Auch eine Fragestellung, der man das vielleicht auf den ersten Blick gar nicht ansieht, oder alle Fragestellungen, denen man es vielleicht auf den ersten Blick gar nicht ansieht, lassen sich mit Hilfe von diesem Max-Flow-Problem letztendlich lösen. Da geht es genau um das, was wir gestern in der Veranstaltung gemacht haben, dass ich nämlich die Fragestellung in geeigneter Art und Weise auf einen Graph bzw. auf ein Netzwerk abbilde, ja, und dann letztendlich nur den Max-Flow-Algorithmus anwende, um dann eine Lösung für dieses Problem zu bekommen. Ja, so ein paar elementare Begriffe will ich nochmal ganz kurz erläutern. Wir reden jetzt hier oder betrachten immer ganz normalen Graph G, statten den aber jetzt ja im Prinzip mit einer Funktion aus. Das kennen wir eigentlich auch schon, ein gewichteter Graph. Das heißt, wir haben hier einmal einen gerichteten Graphen. Wir haben eine Gewichtsfunktion, die in dieser Weise hier halt auch wirkt, als ein Kantengewicht, beziehungsweise hier wird es meistens als eine Kapazitätsfunktion bezeichnet, weil das typischerweise die Obergrenze dessen bezeichnet, was quasi später über eine Kante transportiert werden kann. Ja, das ist sozusagen die maximale Transportkapazität, die sich hinter dieser Kapazitätsfunktion verbirgt, ist eine reelle Funktion. Das heißt, die operiert auf den Kanten und wir ordnen jeder Kante halt eine positive reelle Zahl zu. Häufig sind das ganze Zahlen, aber verallgemeinert ist das halt eine reelle Zahl. Und wir haben zwei ausgewiesene Knoten, S für Source, Quelle, T für Target. Das ist quasi das Ziel. Und es wird immer darum gehen, dass wir, ja, man stellt sich das jetzt vor, als ein Gut, was quasi durch dieses Netzwerk durchtransportiert werden soll,
was von der Quelle zu der Senke transportiert werden soll. Ja, und die Kanten sind halt von der Transportkapazität beschränkt. Das ist sozusagen die Idee hinter diesem Kapazitätsnetzwerk. So, was ist jetzt eine Flussfunktion? Das ist das, was wir suchen. Eine Flussfunktion ist einfach nur eine Abbildung auf der Kantenmenge. Das heißt, die ordnen auch jetzt genauso wie diese Kapazitätsfunktion, ordnet die jetzt jeder Kante eine reelle Zahl zu, eine positive reelle Zahl. Aber diese Flussfunktion muss halt zwei Bedingungen erfüllen. Die erste Bedingung, das ist die Kapazitätsbeschränkung, dass nämlich diese Flussfunktion ja, größer gleich 0 ist, aber auch immer kleiner als die vorgegebene Kantenkapazität. Ja, das ist die eine Bedingung. Ja, alles das, was Sie über eine Leitung schicken, ja, das verbinde ich jetzt sozusagen mit dem Gedanken der Kante, der Transportleitung. Das darf die maximale Kapazität auf dieser Leitung nicht überschreiten. Und das zweite ist die sogenannte Flusserhaltung. Das heißt, an jeder Stelle innerhalb des Netzwerkes, also nicht an den beiden Endpunkten, ja, S und T, sondern innerhalb des Netzwerkes, da gilt, alles, was quasi aus einem Knoten herausfließt, also ich gucke mir hier jetzt sozusagen den Fluss auf jeder ausgehende Kante für einen Knoten V an, ja, das entspricht dem, was auch in diesen Knoten hineinfließt. Oder anders ausgedrückt, an einem Knoten geht nichts von dem Fluss verloren. Ja, also alles, was quasi reingeht, muss auch wieder rausgehen. Das ist die Flusserhaltung. Gucken wir uns das mal an. Das ist jetzt hier ein Kapazitätsnetzwerk. Ich habe hier meine Quelle, meine Senke. Ich habe hier mein Kapazitätsnetzwerk. Eingetragen sind halt hier einmal die Richtung und die Kapazitätsgrenzen für dieses Netzwerk. Und wenn ich mir das hier angucke, dann ist das eine zulässige Flussfunktion. Ich habe jetzt sozusagen nicht nochmal die Richtung eingezeichnet, ich habe einfach nur den Wert der Flussfunktion auf den entsprechenden Kanten hier angegeben. Beispielsweise über diese Kante würden jetzt 7 Einheiten fließen, hier würden 10 Einheiten fließen, hier auch 10. Hier unten entsprechend, wie es angegeben ist. Offensichtlich gilt an jeder Stelle, das heißt an jeder Kante, gilt diese Kapazitätsbeschränkung. Das heißt einfach nur, diese grüne Zahl ist kleiner als die blaue Zahl, die hier steht. Ja, das ist die Kapazitätsfunktion, das ist die Flussfunktion. Und an jeder Stelle ist halt der Fluss auf dieser Kante kleiner als die Kapazität. Das zweite ist die Flusserhaltung. Das heißt, da muss man jetzt prüfen, dass an jedem inneren Knoten der Eingangsfluss gleich dem Ausgangsfluss ist. Dann gehen wir mal kurz durch. Ja, hier über diese Kante fließen 8 Einheiten rein und 3 Einheiten gehen nach oben, 5 Einheiten gehen nach rechts, macht in Summe 8, passt also. Hier genauso, 5 gehen rein, 5 gehen raus und genauso ist das bei den anderen Knoten auch. 7 gehen rein, 3 gehen rein, macht in Summe 10 und die gehen hier auch wieder raus und hier gehen 10 rein und auch 10 wieder raus. Das heißt, das ist eine zulässige Flussfunktion. Beispiel für eine nicht zulässige Flussfunktion auf dem gleichen Netzwerk wäre, wir haben beispielsweise hier in 8 Einheiten raus und, Entschuldigung, 8 Einheiten gehen rein und 10 Einheiten gehen raus. Ja, das ist unzulässig. Hier genauso, hier ist die Flusserhaltung auch verletzt. 5 gehen rein, 7 gehen raus, geht nicht. 10 gehen rein, 8 gehen raus, darf auch nicht sein. 12 gehen rein, 10 gehen raus. Das darf auch nicht sein. Das heißt, das ist eine unzulässige Flussfunktion und das dürfen wir bei diesem Max-Flow-Thematik dürfen wir das typischerweise nicht haben, sondern wir arbeiten hier mit zulässigen Flussfunktionen. Könnte ich kurz was fragen? Ja, auf jeden Fall. Also was ich jetzt nicht verstanden habe, ist zum Beispiel rechts unten diese Kante, wieso da die Kapazität 4 ist, aber dann fließt da 7. Das habe ich jetzt nicht Ja, verstanden. genau, das ist auch nicht zulässig. Das habe ich sogar gar nicht erwähnt. Danke für den Hinweis. Das darf auch nicht sein. Hier haben wir nämlich diese Kapazitätsbeschränkung gar nicht berücksichtigt. Ach so. Ja, Ah, also okay. das ist sozusagen dieser Fluss hier oder
Ja, ich nenne sie mal Funktion auf den Kanten. Die verletzt nicht nur die Flusserhaltung, die verletzt sogar die Kapazitätsbeschränkung. Das habe ich gar nicht gesehen hier. Also das darf ja auch nicht sein. Ne? Und in dem Sinne ist das unzulässig. Ach so, okay. Das ist beim oberen Beispiel auch so. In derselben Stimmt, da habe Situation. ich, oh, danke, danke für den Hinweis. Das heißt, hier habe ich einen Fehler gebaut. Das habe ich gar nicht berücksichtigt. Ich hätte nur geschaut, dass ich auf die zweite Bedingung achte. Gut, dass Sie es sagen. Ja, hier, also das müsste ich jetzt korrigieren. Das mache ich mal gerade. Dann nehmen wir mal eine grüne Farbe. Dann machen wir mal 4 draus. Dann mache ich hier eine 4 draus. Dann mache ich hier eine 7 draus. Und dann müsste es aber passen. So, generische Fragestellung ist jetzt, wir haben im Prinzip diese Situation, wir haben ein Kapazitätsnetzwerk mit einem gerichteten Graphen der Kapazitätsfunktion und wir suchen jetzt eine Flussfunktion und wir suchen nicht nur eine einfache Flussfunktion, sondern auch gesucht einen maximalen Fluss. Da müssen wir uns überlegen, was das heißt. Was ist eigentlich ein maximaler Fluss? Das heißt, wir müssen irgendwie diese Flussfunktion jetzt noch mit einer gewissen Bewertung versehen, bevor wir das machen. Gucken wir uns aber an, dass wir den Fall, den man relativ schnell vielleicht erhält in so einer Anwendung, nämlich die Situation, dass ich nicht nur eine Quelle habe oder eine Senke, sondern beliebig viel davon. Also ich habe es hier mal angegeben mit N Quellen, N Senken, dann hier im Prinzip das Transportnetzwerk dazwischen, dass ich den genauso behandeln kann wie den bislang gezeigten Fall, nämlich den Fall nur einer Quelle und einer Senke, indem ich nämlich eine neue Quelle einführe, sage, ich führe neuen Startknoten S ein, lege zu jeder der eigentlichen Quellen eine Kante mit unendlicher Transportkapazität, genauso auf der anderen Seite, eine Senke mit unendlicher Transportkapazität. Und dann können wir das genauso behandeln, wie den Fall mit nur einer Senke und einer Quelle. Also auch dieser Fall mit mehreren Quellen, mehreren Senken lässt sich dann behandeln. Das ist eine Frage der Modellierung. Und jetzt wollen wir uns angucken, was ist der Wert eines Flusses? Da gucke ich mir einfach nur an, was fließt sozusagen aus der Quelle raus, beziehungsweise was kommt an der Senke an. Was ich mache, hiermit bewerte ich quasi den Fluss aus der Quelle S heraus. Das heißt, ich gucke mir an alle Kanten, die aus S herausgehen. Ja, hier über alle x aus v gibt es möglicherweise eine Kante von S aus zu diesem Knoten. Da summiere ich einfach den Flusswert auf. Prinzipiell ist es möglich, dass in den Quellknoten auch wieder eine Kante hineinführt oder mehrere Kanten hineinführen. Das muss ich hier wieder abziehen. Das heißt, der Wert des Flusses ist der Ausgangsfluss aus der Quelle. Davon ziehe ich ab den Eingangsfluss in die Quelle. Das bezeichnet den Wert eines Flusses. Und aufgrund der Flusserhaltung, an den internen Knoten des Netzwerkes muss das, was quasi hier rausgeht, an der Senke auch wieder ankommen. Das heißt, äquivalent dazu ist die Betrachtung sozusagen am anderen Ende des Netzwerkes. Ich gucke mir an, was fließt alles in die Senke hinein und davon ziehe ich ab, was vielleicht aus der Senke wieder hier rausgeht. In den meisten Anwendungen gibt es keine, oder in vielen Anwendungen gibt es keine Eingangskante nach S und es gibt auch keine Ausgangskante aus T. Das heißt, da sind diese beiden Werte hier 0. Ja, weil es einfach keine Kanten gibt und man betrachtet einfach nur, was geht aus S raus, beziehungsweise was geht nach T rein. Ja, auch das gucken wir uns ganz kurz an. Da hatte ich ja gerade hier den Fehler gesehen oder Sie hatten das ja gesehen. Das muss ich gerade nochmal korrigieren. Wenn ich mir das angucke, dann ist der Ausgangsfluss aus S natürlich jetzt nicht 7 plus 8, sondern das ist 7 plus 7, entsprechend 14, beziehungsweise der Fluss, der nach S hineingeht, da gibt es keine Eingangskante, der ist 0. Und genauso auf der anderen Seite nach aus T heraus, das ist 0, da gibt es keine Kante und nach T herein, da haben wir jetzt nicht 15, sondern da haben wir auch die 4
und die 14, hier, wo wir das gerade hier korrigiert haben. Also ich gucke mir sozusagen einfach nur an, was geht hier rein, beziehungsweise was geht hier raus. Das ist der Wert eines Flusses. Ja, und bei dem Max-Flow-Problem geht es jetzt darum, wir suchen einen Fluss auf einem Netzwerk, so das gilt, ja, der Wert dieses Flusses ist der größte unter allen möglichen Flüssen. Und dafür würden wir jetzt gerne einen Algorithmus entwickeln. Und das tun wir jetzt. Es gibt da quasi zwei Klassen von Verfahren. Das erste Verfahren ist aus den 50er Jahren. Der Algorithmus von Ford Falkerson, der sogenannte Markierungsalgorithmus. Der ist von der Idee her aus meiner Sicht auch irgendwie ganz einleuchtend und nachvollziehbar. Den gucken wir uns jetzt mal an. Ein zweiter Ansatz ist der sogenannte Preflow-Push-Algorithmus. Das ist in den 80er Jahren entwickelt worden. Der erweiternde Wegansatz, das ist der Ansatz von Ford Falkerson. Da entwickelt man schrittweise einen Fluss und versucht dann sozusagen immer noch ein bisschen mehr durch das Netzwerk durchzubringen. Während der gesamten Laufzeit des Algorithmus hat man eine Flussfunktion, die Stück für Stück vergrößert wird. Das ist bei dem Preflow-Push-Algorithmus ein bisschen anders. Da versucht man sozusagen am Anfang einmal möglichst viel quasi in das Netzwerk, wenn man uns das jetzt vorstellen als ein Transportnetzwerk für Flüssigkeiten. Man versucht quasi das Netzwerk zu fluten, also schickt möglichst viele Einheiten da rein ins Netzwerk und guckt dann, an welchen Stellen entsteht sozusagen ein gewisser Überschuss. Und alles das, was nicht zur Quelle, zur Senke abgebaut werden kann, wird dann wieder zur Senke zurückgeführt. Wir gucken uns zunächst mal hier diesen ersten Ansatz an, diesen Ansatz von Ford Falkerson, den sogenannten Markierungsalgorithmus. Und gucken wir mal, was sich hinter dem Begriff eines erweiternden Weges oder Augmenting Paths, was sich dahinter verbirgt. Für die ja, Theorie, dass man hinterher tatsächlich auch die Gültigkeit zeigen kann, dass das Ding ein maximaler Fluss ist, der da am Ende rauskommt, braucht man nochmal den Begriff des Schnittes. Der ist nicht neu für Sie. Das haben wir nämlich schon im Rahmen von minimalen Spannbäumen kennengelernt, bei dem Algorithmus von Tarjan. Da haben wir auch schon den Schnitt kennengelernt. Das ist einfach nur eine Zerlegung der Knotenmenge in zwei Teile. Hier jetzt im Zusammenhang mit den Flussnetzwerken haben wir dann nochmal die Besonderheit, dass wir das jetzt nicht beliebig zerlegen können, sondern dass wir die Knoten des Netzwerkes in zwei Teile so zerlegen, dass die Quelle in dem einen Teil ist und die Senke in dem anderen Teil. Ja, typischerweise bezeichne ich das immer mit einem großen S. Das ist der Teil, der das kleine S, den Startknoten, enthält. Und ein großes T enthält das kleine T für den Zielknoten. Das ist beispielsweise ein Schnitt. Ich lege da einfach sozusagen ja, eine Kante oder einen Strich drüber durch das Netzwerk. Ja, und in dem einen Teil befindet sich das S, in dem anderen Teil befindet sich das T. Dann interessiert man sich oder betrachtet man noch die Kapazität eines Schnittes. Da guckt man sich einfach an, ja, alle Kanten, die von der einen Menge, nämlich S, in die zweite Menge, nämlich T führen, also alle Kanten, IJ, wobei I in S liegt, J in T liegt. Und da gucke ich mir die Kapazität an. Ja, das ist sozusagen die Kapazität eines Schnittes. Ich glaube, da habe ich auch ein Beispiel für. Wenn ich mir das Ding hier angucke, wir haben die beiden Teile. S besteht aus den beiden Knoten S und A. T besteht aus den Knoten B, C und T. Ja, und die Kapazität des Schnittes, da gucke ich mir jetzt einfach alle Kanten an, die von diesem Teil in diesem Teil hier führen und summiere die Kapazität hier auf. Ja, das heißt, die Kapazität des Schnittes an dieser Stelle wäre, ich gucke mir an diese Kante, die Kapazität 5, ich gucke mir diese Kantenkapazität an 2, ich gucke mir diese Kantenkapazität an auch 2, summiere das auf. Und dann kommt dann am Ende die 9 bei raus. Das ist die Kapazität dieses Schnittes. Ja, und ein Schnitt heißt minimal, wenn für jeden Schnitt gilt, also für jeden anderen Schnitt gilt, dass die Schnittkapazität oder diese Schnittkapazität kleiner ist als die Schnittkapazität eines anderen Schnittes. Ja, dann nennen wir einen Schnitt minimal. Ja, und es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Fluss und einem Schnitt.
Ich gucke mir jetzt an, wenn ich ein Netzwerk habe, ein Flussnetzwerk und Kapazitätsnetzwerk, ich habe einen beliebigen Schnitt ST, ich habe einen Fluss F, dann gilt der Wert des Flusses ist gerade, ja, ich gucke mir den Fluss an, und zwar, was fließt von der einen Menge S in die andere Menge T, und davon ziehe ich ab, was sozusagen in die andere Richtung fließt. Das entspricht dem Wert des Flusses. Das kann man sich relativ schnell klar machen. Das liegt nämlich an der Tatsache, dass wir an diesen inneren Knoten, dass wir da keine Einheiten von dem Fluss verbrauchen, dass wir da diese Flusserhaltung haben. Ja, zeige ich jetzt nicht nochmal. Das finden Sie in einem der YouTube-Videos, ja, wo nochmal nachgewiesen wird, dass diese Gleichheit gilt. Das ist eine Folgerung aus dieser Bedingung F2 an der Flussfunktion, dass nämlich die Flusserhaltung an jedem inneren Knoten erhalten bleibt. Ja, und daraus folgt dann auch direkt, dass insbesondere dann gilt, dass der Wert eines Flusses immer kleiner gleich der Kapazität eines Schnittes zwischen S und T ist. Ja, auch das lässt sich dann relativ schnell daraus folgern. Diese Ungleichung hier, die bedingt dann auch gleich schon, das wird ein Abschluss hinterher sein, das ist das sogenannte Max-Flow-Cut-Theorem. Wenn wir die Situation haben, dass der Wert einer Flussfunktion gleich der Kapazität eines Schnittes ist, dann wissen wir schon, dass wir einen maximalen Fluss gefunden haben, beziehungsweise einen minimalen Schnitt. Ja, weil wenn das immer gilt und wir dann aber eine bestimmte Konstellation gefunden haben, wo hier die Gleichheit gilt, dann wissen wir, kleiner kann die Kapazität nicht werden, beziehungsweise größer kann der Fluss nicht werden. Und dann wissen wir, dass wir da auf der einen Seite sozusagen das Maximum gefunden haben und auf der anderen Seite das Minimum. Genau, das habe ich gerade schon gesagt. Das ist der Zusammenhang zwischen dem maximalen Fluss und dem minimalen Schnitt. So, jetzt gucken wir uns den Begriff an, der zu dem Algorithmus führt. Das ist nämlich, wenn ich ein Netzwerk habe, ich habe einen Fluss, dann muss ich jetzt noch definieren, was ist eigentlich ein erweiternder Weg? Und da taucht ja auch gestern die Frage auf, wie war das eigentlich mit diesen Vorwärtskanten und mit diesen Rückwärtskanten? Ja, und das will ich jetzt hier nochmal ganz kurz erläutern. Auch das machen wir an einem Beispiel. Wir gucken uns jetzt mal dieses einfache Netzwerk an. Wir gucken uns eine Flussfunktion darauf an. Die ist jetzt hoffentlich auch zulässig. Das kontrollieren wir da gerade nochmal. Wir haben an jeder Kante die Kapazitätsbeschränkung. Und zwei gehen raus. Das sieht ganz gut aus. Ja, also das ist ein zulässiger Fluss, das, was hier grün markiert ist. Und ein erweiternder Weg ist jetzt ein Weg im Graphen oder in diesem Netzwerk, der berücksichtigt sozusagen einmal die vorhandenen Kapazitäten und der bereits existierende Fluss auf einer Kante. Ja, und ein erweiternder Weg hat zum Ziel, dass ich den bisherigen Fluss vergrößere. Das ist also, dass ich also versuche, mehr als diese drei Einheiten, die ich jetzt aus S nach T schicke, dass ich also mehr versuche, sprich vier oder fünf Einheiten über dieses Netzwerk zu transportieren. Und dafür versucht man, einen erweiternden Weg zu bestimmen. Und zwar kann ich dafür sowohl die Kanten in ihrer ursprünglichen Richtung nutzen, dann würde ich das als Vorwärtskante nutzen. Das kann ich immer dann machen, wenn der vorhandene Fluss kleiner ist als die Kantenkapazität. Also beispielsweise diese Kante könnte ich als Vorwärtskante benutzen. Das ist die Bedingung an der Vorwärtskante. Ja, der Fluss ist kleiner, echt kleiner als die Kapazität. Ja, wir haben hier einen Fluss von 2, ist kleiner als die Kapazität 3. Das heißt, da ist sozusagen noch ein bisschen Luft auf dieser Kante. Da könnten wir noch was drüber schieben. Genauso wie hier. Oder hier. Ja, die könnten wir als Vorwärtskante nutzen. Die Idee der Rückwärtskante ist, dass ich versuche, den Fluss umzuverteilen. Gucken wir uns mal das Ganze in dem gesamten erweiternden Weg an. Und zwar betrachten wir mal diesen Weg hier. S, B, A, C, T. S, B, A, C, T. Sie sehen schon, von B nach C gibt es eigentlich gar keine Kante.
Ja, das werden wir gleich als Rückwärtskante verwenden. Wir können die Kante SB als Vorwärtskante verwenden, weil der vorhandene Fluss ist kleiner als die Kapazität. Wir können diese Kante als Rückwärtskante verwenden, weil wir versuchen werden, quasi den Fluss an dieser Stelle hier umzuverteilen. Statt sozusagen von hier aus gehend eine Einheit hier runter zu schicken, führen wir das über die Rückwärtskante, wenn wir eine Kante als Rückwärtskante, also entgegen ihrer ursprünglichen Ausrichtung verwenden, führen wir sozusagen diesen Fluss über eine andere Kante gleich wieder raus. Das heißt, eine Rückwärtskante kann man immer dann nutzen, wenn ein Fluss größer als 0 auf einer Kante existiert. Dann verwende ich eine Kante entgegen ihrer Ausrichtung. Darum Rückwärtskante. Wir verwenden diese Kante, können wir wieder als Vorwärtskante verwenden, weil wir ja auch noch Kapazität frei haben. Ja? Wir haben bislang eine Einheit in dem Fluss von A nach B, von A nach C. Die Kapazität gibt 2 her. Das heißt, da können wir noch was drüber schicken. Und hier hinten ebenfalls von C nach T. Auch da ist die Kapazität größer als der vorhandene Fluss. Auch das können wir jetzt als Vorwärtskante verwenden und könnten den Fluss umverteilen. Und man würde sich jetzt angucken, was ist sozusagen die, man spricht da von der Restkapazität, was ist die kleinste Restkapazität auf diesem erweiternden Weg? Ich markiere den nochmal hier. Das ist dieser Weg. Da gucke ich mir auf der einen Seite bei den Vorwärtskanten an, die Differenz zwischen vorhandenem Fluss und Kapazität. Da heißt, da hätten wir, wir könnten noch 4 weitere Einheiten darüber schicken. Über eine Rückwärtskante kann ich natürlich nur das senden, was quasi in entgegengesetzter Richtung geschickt wurde. Das heißt, da haben wir 1. Wir können maximal diese eine Einheit, die bislang dort fließt, zurückschicken. Hier haben wir auch Restkapazität 1, hier haben wir Restkapazität 2. Das heißt, auf dem gesamten Weg ist sozusagen der kleinste Wert, um den wir diesen Fluss jetzt insgesamt vergrößern können, entspricht ja, der 1, ja, sowohl an dieser Stelle als auch an dieser Stelle. Das mache ich jetzt einfach mal in diesem Beispiel. Ich nehme die mal alle gerade wieder weg hier. Ich könnte jetzt entlang dieses Weges den Fluss um eine Einheit vergrößern. Hier kann ich einen dazu nehmen. Hier nehme ich den einen weg. Hier kommt der eine dazu. Hier kommt der eine dazu. Das heißt, wir hätten hier insgesamt 2. Hier hätten wir 0. Hier hätten wir 2. Hier hätten wir auch 2. Ja, das heißt, über eine Vorwärtskante haben wir den Fluss vergrößert. Über eine Rückwärtskante haben wir den Fluss verkleinert. Ja, und da wir anschließend wieder eine Vorwärtskante verwenden, verteilen wir den hier sozusagen an dieser Stelle um, damit auch sichergestellt ist, dass diese Flusserhaltung an dieser Stelle auch garantiert ist. Ja, das ist die Idee von den Vorwärtskanten und den Rückwärtskanten. Ja, und eine Idee für einen Algorithmus ist jetzt eigentlich der folgende, sogenannte Augmenting Path Algorithmus. Wir starten mit so einem initialen Fluss, wo alle Kanten den Wert 0 bekommen. Und dann suchen wir nach erweiternden Wegen, wie ich das gerade skizziert habe. Da haben wir jetzt noch nicht überlegt, wie wir den finden können. Ja, das kommt gleich noch, aber das werden wir uns gleich überlegen, wie wir die finden können. Aber solange es einen solchen erweiternden Weg gibt, der hat ja zum Ziel, den existierenden Fluss zu vergrößern, ermitteln wir den erweiternden Weg von S nach T, gucken uns das an, was ich gerade gemacht habe. Ich gucke mir an, was ist sozusagen die minimale Größe, um den ich dann den Fluss erhöhen kann. Ja, da gucke ich mir an, was ist die minimale Differenz zwischen existierendem Fluss und Kapazität auf den Vorwärtskanten. Was ist die minimale Größe des Flusses auf den Rückwärtskanten? Gucke mir dann nochmal das Minimum an und erhöhe den Fluss F, um genau diese D-Einheiten entlang des Weges W von S nach T. Ja, genauso wie ich das gerade eigentlich gemacht habe.
Ja, und solange es mir gelingt, erweiternde Wege zu finden, ja, kann ich so den Fluss vergrößern. Ja, denn wenn ich einen erweiternden Weg finde, dann ist dieses D definitiv größer als 0 und ich kann den Fluss definitiv vergrößern. Ja, hier, das habe ich jetzt, glaube ich, gerade schon gemacht. Genau, das ist das Ding, was war gerade, was ich gerade schon per Hand eingezeichnet hatte. Ja, wir hatten diesen erweiternden Weg, da war das D gerade 1 hier, dieses D, und wir können das jetzt entlang dieses Weges entsprechend anpassen, die Flussfunktion. Der Wert des Flusses, können wir uns gerade nochmal anschauen, der Wert des Flusses ist hier 3, da gucke ich mir jetzt irgendeinen beliebigen Schnitt an, ja, kann ich an jeder Stelle machen, ich kann auch hier den Schnitt nehmen, auch da haben wir 3. Ich kann auch hier den Schnitt nehmen, auch da haben wir 3. Der Wert des Flusses kann ich jetzt an jeder Stelle im Graphen nehmen oder in dem Netzwerk nehmen, wo ich halt so einen Schnitt definiere. Ja, und wenn ich mir das hier angucke, da habe ich einen Schnitt 4. Ja, das heißt, hier ist der Fluss definitiv vergrößert um genau diese eine Einheit. Also das ist die Idee für diesen Max-Flow-Algorithmus. Ja, gucken wir uns das einfach nochmal in dem Beispiel an. Ich starte initial mit f gleich 0. Ja, dann suche ich erstmal einen Weg. Die fallen jetzt so ein bisschen vom Himmel. Ja, das müssen wir uns gleich noch angucken, wie wir das irgendwie machen. 1, 2, 4, das ist ja jetzt hier, sieht man das sozusagen zumindest als menschlicher Betrachter bzw. Betrachterin. Da finden wir wohl einen Weg von 1 über 2 nach 4. Dann, was finden wir noch für einen Weg? Wir könnten jetzt beispielsweise noch von 1 nach 3 über 2 nach 4 gehen, auch da haben wir noch irgendwie Kapazität frei, Stärke 1. Und dann können wir noch von 1 über 3 nach 4 gehen. Und da sehen wir jetzt schon hier, wenn wir uns hier nochmal den Schnitt angucken, da haben wir die Kapazitäten beim Ausgang aus 1 heraus, aus der Quelle heraus, voll ausgeschöpft. Das heißt, da finden wir grundsätzlich keine weiteren Wege, können den Fluss nicht vergrößern. Das heißt, da haben wir definitiv einen maximalen Fluss an dieser Stelle mit Stärke 6. Ja, Nutzung einer Rückwärtskante, das hatten wir ja gerade schon. Die Kante AB wird als Rückwärtskante genutzt, das hatte ich eigentlich gerade schon gemacht. Also ich denke, die Idee des Algorithmus ist hoffentlich klar geworden. Jetzt müssen wir uns noch um die Details kümmern. Wie finden wir denn jetzt so einen erweiternden Weg? So, wenn ich einen Fluss habe, dann definieren wir jetzt den Begriff des Restnetzwerkes. Was ist das Restnetzwerk? Das Restnetzwerk, das ist, da gucke ich mir im Prinzip an, wie viel, was hatte ich eben gesagt, wo ich noch so ein bisschen Luft auf der Kante habe, wo ich noch was durchschicken kann. Das mache ich auf den Vorwärtskanten. Da gucke ich mir also an, ich habe einen Fluss, da muss ich eigentlich kleiner hin machen. Das kleine Gleiche ist nicht falsch, nur ich brauche die nicht für, also das sind sozusagen ganz normale Kanten des Graphen oder des Netzwerkes, wo ich den Fluss auf einer Kante habe, der die Kapazität aber noch nicht voll ausschöpft. Ja? Also ich habe jetzt gerade das kleiner Gleiche durch ein kleiner ersetzt. Das heißt, wenn das echt kleiner ist, dann ist da sozusagen noch Platz auf dieser Kante. Ja, nur die Kanten interessieren mich eigentlich in diesem Restnetzwerk. Ja, das kleiner Gleiche ist nicht falsch, nur dann hätte ich eine Kante hinterher drin, wo ich eine Restkapazität mit Stärke 0 hätte. Ja? Das macht wenig Sinn. Also darum machen wir da mal kleiner draus. So, das sind sozusagen die Vorwärtskanten und dann haben wir eben die Rückwärtskanten erläutert. Die nehme ich jetzt auf. Ich nehme jetzt sozusagen explizit auch die Kanten entgegen ihrer Ausrichtung auf. Und zwar sind das alle die Kanten, wo ich bereits einen Fluss habe, der echt größer ist als 0. Genauso wie wir das gerade gemacht haben. Ja, also da definiere ich jetzt quasi ein neues Netzwerk. Vorwärtskanten, Rückwärtskanten. Berechne die Kapazität, genauso wie wir das eben eigentlich gemacht haben. Ja, das ist quasi die Differenz zwischen der Kantenkapazität und dem bereits existierenden Fluss. Das mache ich auf den Vorwärtskanten und auf den Rückwärtskanten nehme ich genau den vorhandenen Fluss. Und das sind die Kanten, die ich jetzt benutzen kann, um so einen erweiternden Weg zu finden oder zu suchen.
Ja, das haben wir ja gerade gemacht. Wir haben Vorwärtskanten genutzt, wir haben Rückwärtskanten genutzt, um den Fluss zu vergrößern. Ja, und das wird jetzt sozusagen das Hilfskonstrukt sein, die uns die Suche nach diesem erweiternden Weg ein wenig vereinfacht. Das gucken wir uns auch mal in dem Beispiel an. Wenn das das Flussnetzwerk ist, da habe ich jetzt wieder einen Fluss eingezeichnet. Es war gestern schon spät, als ich das gemacht habe. Darum kontrolliere ich lieber nochmal, ob das jetzt tatsächlich eine zulässige Flussfunktion ist. Nicht, dass ich wieder diese Kapazitätsbeschränkung da verletzt habe. Nein, das passt hier aber. 3, 2, 5 passt. 2, 2 passt. Jo, das passt. So, das ist Flussfunktion. Wie sieht das Restnetzwerk dazu aus? Ich habe jetzt mal die Vorwärtskanten durchgängig gezeichnet. Die Rückwärtskanten habe ich gestrichelt gezeichnet. Ja, und sozusagen die Kapazität auf diesen Vorwärtskanten ist gerade die Differenz zwischen der ursprünglichen Kapazität und dem vorhandenen Fluss. Die Kapazität der Rückwärtskanten, das ist der Fluss oder der Wert des Flusses über diese Kante halt entsprechend in der Ausrichtung, in den umgekehrten Ausrichtungen. Ja, immer Idee, wir wollen es wieder zurückschicken. Ja, die drei Einheiten, die wir hier von 1 nach 2 schicken, können wir natürlich auch wieder zurückschicken. Das ist einfach die Idee hinter diesen Rückwärtskanten. So, und wenn man sich jetzt das Ding hier anguckt, wenn wir da jetzt einen Weg finden, was müssten wir da machen? Oder wie können wir da jetzt einen Weg finden von 1 nach 4? Ganz einfacher Ansatz, Algorithmus, den Sie schon kennengelernt haben. Ich will einfach nur einen Weg von 1 nach 4 finden. Das ist jetzt eine Frage ans Publikum. Vielleicht diesen Algorithmus, den ich so schwer aussprechen kann, Dijkstra oder wie heißt der? Ja, den könnte man nutzen, den muss man nicht mal nutzen. Noch einfacher. Dijkstra einfach eine Breiten- oder Tiefensuche. Ja, Entschuldigung, nochmal. Einfach eine Breiten- oder Tiefensuche. Genau, wir machen jetzt einfach eine Breiten- oder Tiefensuche und gucken, dass wir einen Weg von 1 nach 4 finden. Ja, das geht hier, ist ein bisschen kompliziert. Ja, aber hier, ne, da haben wir ja sozusagen alle Kanten, die hier drin sind, können wir jetzt ganz normal verwenden. Wir müssen uns dann nur später merken, wenn wir jetzt einen Weg suchen. Ne, wir könnten jetzt beispielsweise zack, 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 haben wir sofort einen Weg. Können wir auch hier jetzt bei diesem Graphen, sehen wir das auf Anblick und das können wir natürlich auch jetzt mit einer einfachen Traversierung des Graphen relativ schnell implementieren. Das sind die Vorwärtskanten, das sind die Rückwärtskanten, das hatte ich schon gesagt. So, das heißt, wir verändern den Algorithmus ein klein bisschen. Wir initialisieren wieder die Flussfunktion für alle Kanten und jetzt habe ich hier sozusagen das Ding ein bisschen verändert. Solange es einen Weg von S nach T im Restnetzwerk gibt, nehmen wir diesen Weg, erweitern den entsprechend, ja, gebe ich gleich an die Routine, wir aktualisieren das Restnetzwerk, ja, und am Ende geben wir halt den Fluss aus. Was machen wir bei diesem Augment? Da erhöhen wir jetzt einfach den Fluss, da suchen wir quasi die minimale Restkapazität entlang dieses Weges P. Ja, das war eben in dem Beispiel, was ich hatte, habe ich mir einfach alle Restkapazitäten angeguckt. Das war der Wert 1, den wir da hatten. Ja, und dann gehe ich einmal durch diesen Weg durch. Wenn das eine Vorwärtskante ist, erhöhe ich den Fluss um genau diesen Wert D. Wenn das eine Rückwärtskante ist, dann muss ich ja umverteilen. Dann muss ich quasi den Fluss über diese Kante entsprechend zurückschicken. Das heißt, wir verringern das um diese Einheiten, ja, und am Ende geben wir das raus. Das ist jetzt die Möglichkeit, ja, sagen wir, diesen Augmenting Path Algorithmus explizit zu implementieren, dass man dieses Restnetzwerk sozusagen bildet und dann kann man dann mit einer einfachen Wegsuche diese erweiternden Wege finden. Aber das gucken wir uns nochmal an hier. Ja, ich suche da jetzt den Weg SCDT. Da gucke ich mir einfach an, was ist die minimale Kapazität. Das ist 4. Erhöhe ich entlang dieses Weges, dann haben wir den Weg SABT. Da habe ich minimal 7 hier hinten an dieser Stelle. Was haben wir jetzt? Dann habe ich noch den Weg SABCDT. Da habe ich die minimale Restkapazität 3. Das habe ich jetzt ein bisschen schlecht animiert, hat man jetzt nicht so richtig gut gesehen. Genau, die habe ich hier gegeben. Also sozusagen mit jedem erweiternden Weg fülle ich im Prinzip eine Kante vollständig aus.
Ja, das ist bei diesem erweiterten Weg diese Kante. Eben bei dem ersten erweiterten Weg war es diese Kante. Am zweiten war es diese Kante. Und jetzt muss ich mal gucken, gibt es da jetzt noch irgendwas? Nee, mehr gibt es, glaube ich, nicht. Mehr erweiternde Wege. Wie sieht das Restnetzwerk aus? Wenn ich jetzt hier für diesen Graphen und diesen Fluss mir das angucke, ja, dann trage ich das mal ein. Ich hoffe, ich habe da jetzt keinen Fehler gemacht. Ich gucke mir wieder an, ähnlich wie eben, durchgezogene Linien ist die Restkapazität in der originären Ausrichtung. Da werden hier 10 ist der Fluss, 15 ist die Kapazität. Das heißt, wir haben eine Restkapazität von 5. Wir könnten 10 wieder zurückschicken. Hier diese gestrichelten Linien, das sind die Rückwärtskanten entsprechend an jeder anderen Stelle. Wir haben hier 0, wir haben hier 0, 3 zurück und so weiter und so fort. Und jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich hätte da noch eine Frage. Bitte. Warum ist dann in der oberen Tabelle von Restkapazität D die Rede, wenn man quasi die 4 rübergibt? Das ist sozusagen die Restkapazität entlang dieses Weges. Okay, also schon allein, das dann doch, sind doch die Einheiten und nicht ja, direkt Restkapazität. Das ist sozusagen, wenn ich mir, ich habe es jetzt so formuliert, nur vom Verständnis, das war ja der Weg SCDT. Ja, da gucke ich mir, jetzt nehme ich diese blauen Werte. Ja, da hatte ich den blauen Wert hier, da stand die 4. Die 10, Restkapazität meint, was ist sozusagen die größtmögliche Anzahl an Einheiten, die ich noch rüberschicken kann? Was ist sozusagen die restliche Kapazität auf diesem Weg? Und dann nehme ich dann den kleinsten von diesen 3 Werten. Genauso bei den anderen Werten. Darum habe ich das als Restkapazität bezeichnet. Genau, und jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, jetzt gibt es keinen Weg mehr in diesem Graphen. Da komme ich hin, da komme ich hin, da komme ich hin. Da komme ich nicht mehr weg. Genau, ne? Also wenn Sie sich jetzt dieses Restnetzwerk angucken und ich das jetzt richtig erfasse, gibt es keinen Weg mehr in diesem Restnetzwerk von dem Knoten S zum Knoten T. Ja, probieren wir einfach mal aus hier. Ja, wenn ich irgendwie nach A gehe, das kann ich, weil ich dann noch 5 Einheiten frei habe. Hier könnte ich auch hin. Und wenn ich hier bin, nach hier darf ich nicht gehen, weil hier ein 0 steht. Nach hier darf ich nicht gehen, weil hier ein 0 steht. Also die Idee ist ja immer, dass ich versuchen möchte, den Fluss entsprechend dieser Kanten im Restnetzwerk zu erhöhen. Ja, also wenn ich hier bin, wenn ich hier was hinschicken würde, würde ich es nicht wieder wegbekommen. Ja, wenn ich hier hingehe, da habe ich 0 Kapazität, das geht nicht. Hier komme ich auch nicht mehr hin. Also ich finde keinen Weg mehr von S nach T in diesem Restnetzwerk. Das heißt, es gibt keinen erweiternden Weg mehr und ich bin fertig. Genau, ja, was ist jetzt die Herausforderung? Das ist der Algorithmus, den wir gerade hatten. Ja, welche Laufzeit ergibt sich? Gucken wir uns mal dieses Beispiel hier an. Stellen Sie sich vor, Sie hätten Netzwerk, Fluss von S nach T ist zu schicken. Sie haben irgendwie hier eine Kante mit Kapazität 1 und M sei irgendwie ein großer, sehr, sehr großer Wert. Wenn man jetzt diesen erweiternden Weg unglücklich wählt, dann kann das Folgende passieren, dass wechselweise dieser Weg gewählt wird. Entschuldigung, der hier, der. Und dann im nächsten Schritt sozusagen diese Kante hier in der Mitte als Rückwärtskante verwendet wird. Und dann wieder hier gegangen wird. Das heißt, mit dieser Auswahl von erweiternden Wegen, ja, das war ja noch nicht vorgegeben, wie wir jetzt ganz konkret diesen erweiternden Weg bestimmen. Und wenn wir den so bestimmen, ja, um wie viele Einheiten könnten wir den Fluss jeweils vergrößern mit jedem dieser Wege? Ja, also wenn Sie jetzt hier sozusagen, Sie starten mit dem Nullfluss. So, wenn Sie jetzt sozusagen entlang dieses Weges den Fluss vergrößern, wie sieht der Fluss dann anschließend aus? Wie stark ist der? Oder welchen Wert hat der? Das ist jetzt wieder eine Publikumsfrage. Wenn man diesen Weg geht, dann um 1. Genau. Wert. Ja, ich. So, dann habe ich den Wert F gleich 1. So, als nächstes mache ich diesen Weg. Wie sieht der Fluss dann aus?
Dann müsste eigentlich auf den Rückwärts, durch die Rückwärtskante müsste dann der ist dann wieder ein 0 werden. Nein. Dann die Einheit. Also, wenn wir, ich schreibe das mal dran. Wir hätten dann hier 1, 1, 1. Jetzt nehmen wir diesen erweiternden Weg. Wie sieht dann der Fluss aus? Unten bei der Kante 1. Ja. Dann durch die Rückwärtskante, wenn ich es richtig verstanden hatte, wird das dann zieht man da, verringert man das ein, auch auf 0 dann. Ja. Und dann oben rechts ein. Eins. Das heißt, insgesamt haben wir den Fluss auf, ich schreibe es jetzt mal so hin, 2. So, jetzt wählen wir wieder diesen Weg hier oben. Ja, hier M ist ganz groß, 1 Million. War jetzt nicht durch, ne? Aber was passiert hier, wenn wir diesen erweiternden Weg wählen? Hier haben wir ja jetzt wieder Platz auf der Kante. Das heißt, wir würden den hier auf 2, hier gehen wir wieder auf 1, 2. Das heißt, wir Zwei. hätten im dritten Schritt hätten wir einen Flusswert F vielleicht 3. Dann können wir wieder diesen Weg wählen. Wir hätten hier 2, wieder 0, 2. Und so weiter und so fort. Ja, F gleich 4 bis irgendwann kommen wir mal an bei F gleich M. Bei ungeschickter Wahl des erweiternden Weges. Ja, und das ist etwas höchst Unerwünschtes, dass sozusagen die Größe der Kantenkapazität hier quasi in die Laufzeit des Algorithmus einfließt. Ja, weil wir brauchen hier irgendwie M-Schritte. Oder können M-Schritte wählen. Nein, wir haben M mal die Suche nach erweiternden Wegen. Ja, das ist irgendwie hochgradig unerwünscht, dass diese Kantenkapazität quasi in die Laufzeit des Algorithmus einfließt. Das möchte man nicht. Wir haben natürlich jetzt hier an dieser Stelle sozusagen diesen erweiterten Weg auch bewusst ungeschickt gewählt, aber das ist ja eben in dem Algorithmus war das ja nicht festgelegt. Ja, und das ist jetzt sozusagen eine Verbesserung, die dann von Edmonds und Karp 72 vorgeschlagen wurde, dass man diesen Augmenting Path per Breitensuche sucht und entsprechend einen kürzesten Weg im Restnetzwerk sucht. Ja, das war ja gerade nicht der kürzeste Weg. Sind wir über 3 Kanten gegangen, wir hätten auch über 2 Kanten gehen können. Also kürzeste Weg meint die Anzahl der Kanten. Auch das werde ich jetzt nicht beweisen, sondern einfach nur sozusagen die Aussage zur Korrektheit dieses Algorithmus. Ja, der Fluss ist genau dann maximal, wenn es keinen bezüglich f erweiternden Weg mehr gibt. Also wenn wir, wie wir das eben gerade gesehen haben, wenn wir das Restnetzwerk haben, da dort keinen Weg mehr von s nach t finden, ja, dann können wir sicher sein, dass der Fluss dann entsprechend maximal ist. Auch das müsste eigentlich in den anderen Videos, die bei YouTube liegen, bewiesen sein. Das zeige ich jetzt nicht nochmal. So, und der eigentliche Algorithmus, da stand am Anfang mal der Markierungsalgorithmus von Ford Falkerson. Der kommt jetzt damit aus, dass dieses Restnetzwerk nicht explizit konstruiert wird. Ja, das ist eher so jetzt für die Vorstellung, für das Verständnis des Algorithmus. Sondern der macht das mit einigen Schleifen und ja, einigen Markierungen. Der markiert sich quasi, also er sucht jetzt nach und nach immer wieder Wege in dem Netzwerk, markiert dann, ob ein Knoten über eine Vorwärtskante oder über eine Rückwärtskante erreicht wird und passt dann sozusagen im zweiten Schritt den Fluss an. Was passiert da? Hier oben ist ja irgendwie Initialisierung. Nullfluss wird initialisiert. Es wird ein Startknoten markiert. In diesem Feld U wird gespeichert, ob ein Knoten gegebenenfalls noch bearbeitet werden muss. In dem Feld D wird quasi gespeichert entlang der Wegsuche. Was war denn die bisher kleinste Restkapazität auf diesem Weg? Das, was wir eben sozusagen per Hingucken dann gemacht haben. Einmal den erweiterten Weg durchgehen und wo ist sozusagen die Differenz zwischen Fluss und Kapazität, beziehungsweise eine Rückwärtskante, wo ist der Fluss größer 0 und da uns das Minimum raussuchen. Das sammeln wir quasi auf dem, bei der Wegsuche schon in dem Feld D. Dann machen wir einfach eine große Schleife
Repeat-Schleife zum Auffinden erweiternder Wege. So, dann gucken wir uns einen Punkt an, den wir noch untersuchen müssen. Das ist quasi die Q der Breitensuche, die wir verwendet haben. So, dann gucken wir uns die Vorwärtskanten ausgehend von einem Knoten V an. Wenn ein Knoten dann noch nicht markiert ist, gucken wir uns an, was ist denn sozusagen die Restkapazität auf diesem Weg von einem Knoten V zum Knoten X. Also diese Schleife V hier, diese innere V-Schleife, läuft jetzt sozusagen über diese X, gucken uns die Restkapazität an und wir versehen den Knoten mit einer Marke. Ja, und in dieser Marke steht, wir markieren einen Knoten X und da steht drin, von wo wurde dieser Knoten erreicht, über welche Art von Kante und was ist die minimale Kapazität bislang auf diesem Weg zum Knoten X. Das gleiche bei einer Rückwärtskante wird entsprechend anders markiert. Die Auswahlbedingung ist eine andere. Das haben wir eben schon gesehen, diese Größe. Ja, wenn wir eine Rückwärtskante haben, müssen wir die immer, können wir die nur verwenden, wenn dort ein Fluss größer als 0 ist. Auch da suchen wir uns wieder hier entsprechend aus. Was können wir denn da maximal zurückschicken? Da spielt jetzt auch mit rein sozusagen der bisherige Weg, die minimale Größe, die wir da gefunden haben. Und wir markieren das entsprechend immer mit einem Minuszeichen hier, um zu kennzeichnen, der Knoten X ist über eine Rückwärtskante erreicht worden. So, und wenn wir den Knoten T erreicht haben, dann haben wir sozusagen den Weg von Knoten S zum Knoten T gefunden. Und dann müssen wir quasi in diesem Teil, laufen wir den Weg quasi zurück und passen die Flussfunktion an. Ja, entsprechend werden quasi die Markierungen hier analysiert, die gesetzt wurden. Ja, das passiert hier. Dann wird entsprechend, ob es eine Vorwärtskante ist, wird der Fluss erhöht. Wenn es eine Rückwärtskante ist, wird der Fluss verringert. Dann werden alle Markierungen wieder gelöscht und es geht in den nächsten Zyklus rein. Gucken wir das mal irgendwie an einem Beispiel an. Wir starten beim Knoten S, gucken uns dann sozusagen die Nachbarn an. Das ist das hier oben, wählen markierten Punkt. Das ist sozusagen hier, wir wählen als erstes den Knoten S aus. Gucken uns dann hier die Nachbarn an. Ganz zum Startpunkt sind das diese beiden Knoten A, die über entsprechende Vorwärtskanten erreicht werden. Ja, und wir markieren jetzt A beispielsweise mit dieser Markierung S plus 16. Das heißt, die Restkapazität auf dem Weg von S nach A ist 16. Da haben wir noch keinen Fluss drüber. Wir erreichen A über eine Vorwärtskante ausgehend vom Knoten S. Das gleiche gilt hier unten entsprechend mit der 13 und die Restkapazität von dem Knoten A ist 16, weil auf dem Weg von S nach A quasi 16 Einheiten platzen. Ich glaube, die Animationen passen nicht ganz. Dann wählen wir uns beispielsweise A aus. Würden jetzt hier quasi als nächsten Knoten hier A auswählen. Gucken uns auch da sozusagen die nachfolgenden Knoten an, die ich jetzt hier mit diesen beiden Schleifen erreichen kann. Am Anfang betrachten wir nur Vorwärtskanten im ersten Schritt. Ja, das heißt, wir würden nach B kommen. B würden wir entsprechend markieren mit A plus 12, weil B erreichen wir von A über eine Vorwärtskante. Und wir gucken uns an dieser Stelle an hier, diese Zeile hier, die haben wir jetzt dummerweise nicht nummeriert, aber Sie können das vielleicht sehen. Dx, also das meint jetzt, wir bestimmen jetzt den Wert für B in dem Feld D. Ja, da gucken wir uns an, was ist die minimale Restkapazität auf dieser Kante und als zweiten Wert bei dieser Minimumberechnung gucken wir uns den D-Wert von diesem A an, ja, weil das ja sozusagen die Restkapazität auf dem Weg von S nach A ist. Das heißt, B bekommt den Wert 12, weil einfach 12 kleiner ist als 16. Dann kommt irgendwann das C dran. Das C würden wir, mit dem C würden wir das D markieren. Entsprechend hier habe ich jetzt hinreichend deutlich erläutert. Ja, ne, vielleicht doch nochmal. Das D beispielsweise wird markiert mit C plus 13, weil wir erreichen es über das C, über eine Vorwärtskante. So, und dieser D-Wert für den Knoten D berechnet sich jetzt aus dem Minimum dieser 14
und dem D-Wert von C. Ja, der ist 13, wo wir hier diese 13 hatten, und bekommt entsprechend auch 13. Das heißt, man sieht jetzt schon hier diese Markierung, Restkapazität bei dem Knoten D, ja, ist sozusagen der kleinste Wert auf dem Weg von S nach D. Von B aus erreiche ich dann das T, markiere das entsprechend B plus 12, 12 als Minimum von dem D-Wert hier, das war der hier, und der Restkapazität, das ist 12. Und wir stellen fest, wir können jetzt hier das T haben wir erreicht und würden jetzt diesen Weg hier zurücklaufen von T. Was können wir jetzt hier sozusagen? Wir starten jetzt rückwärts hier bei T, sei D die letzte Komponente der Markierung von T, also diese 12. Und dann gucken wir uns hier die erste Komponente an, das heißt, wir laufen nach B zurück. Das können wir jetzt von B aus laufen wir nach A zurück, das steht da. Von B aus, von A laufen wir nach S zurück. Das können wir jetzt anhand dieser Markierung identifizieren und können dann entsprechend während dieses Zurücklaufens hier jeweils immer die Flusseinheiten anpassen. Das heißt, hier würden wir 12 eintragen, hier würden wir 12 eintragen, hier würden wir 12 eintragen, an dieser Stelle hier in diesem Algorithmus. Und wir hätten einen erweiternden Weg gefunden. Ja, das haben wir jetzt quasi implizit, haben wir dieses Restnetzwerk quasi hier gespeichert innerhalb des Algorithmus, ohne das sozusagen explizit als Größen da zu markieren, ja, oder zu speichern. Wenn wir das haben, dann können wir jetzt wieder weitermachen. Wir gehen wieder von S aus, starten jetzt einfach einen komplett neuen Durchlauf, gehen von S, kommen wir wieder zu A und C, haben jetzt noch Restkapazitäten 4 auf dieser Kante, 13 an dieser Stelle, finden dann jetzt im Prinzip einen Weg beispielsweise von S über C nach D. Nach T haben da Kapazität 4, können entsprechend den Fluss vergrößern. Ja, das wäre jetzt hier unten dieser Fluss, hätten wir jetzt hier gemacht. Das ist das neue Restnetzwerk. Außer wie gesagt, im Algorithmus gar nicht explizit speichern. Wir können noch einen weiteren Weg finden von S nach C über D nach B und nach T. Ja, da haben wir eine Restkapazität von 7. Das ist dieser Weg hier. Genau, und ich glaube, ich finde jetzt beispielsweise das T nicht mehr. Ich erreiche es nicht mehr. Ich komme jetzt von S noch nach A und C. Von A aus komme ich nicht mehr weg. Von C aus komme ich noch zum D. Vom D aus komme ich aber nicht weiter. Das heißt, wir bleiben jetzt hier sozusagen hängen. Das T erreichen wir nicht mehr. Und wir haben jetzt sozusagen einen Schnitt gefunden, der alle Knoten, die ich von S aus erreichen kann, das sind S, A, C und D. Ja, und der zweite Teil ist dann B und T. Das heißt, wenn wir uns das da angucken, der Schnitt quasi an dieser Stelle könnten wir jetzt an jeder Stelle nehmen, wäre dann auch entsprechend ein maximaler Fluss. So sieht das jetzt irgendwie aus. Das ist unser S, das ist unser T. Die Kapazität ist gerade in diese 23. Das ist das, was wir hier rüber. Nee, das ist der Kapazität der Kanten. Und wir haben diese Kanten auch vollständig ausgelastet. 12, 7, 4 macht 23. Der Wert des Flusses ist auch 23. Wir haben hier 12 Einheiten. Wir haben hier 7 Einheiten, macht 19 plus 4 macht 23. Die sind alle vollständig ausgelastet. Und damit können wir auch direkt daraus schließen aus der Theorie eben, dass das ein maximaler Fluss ist.
Also das ist nur einfach noch ein Beispiel für eine Verwendung einer Rückwärtskante, wenn ich irgendwie einen anderen Fluss habe, aber hat jetzt sozusagen mit dem Durchlauf, den wir gerade eben gemacht haben, jetzt gar nichts mehr zu tun. Das ist nur, wenn ich quasi auf welche Art und Weise auch immer einen anderen Fluss gefunden habe, mir einfach mal nochmal das Beispiel einer Rückwärtskante anschauen möchte. Wenn wir von dieser Situation haben, gleiches Netzwerk wie eben. Wir haben jetzt irgendwie hier 4 Einheiten rübergeschickt, warum auch immer, einfach nur sozusagen, um das noch mit der Rückwärtskante zu demonstrieren. Wir kommen wieder von S von A nach C, bestimmen da die Restkapazitäten. Ja, und von C aus können wir dann zu B gehen. Von C können wir quasi über eine Rückwärtskante nach B gehen, indem wir die hier nutzen und das B entsprechend markieren mit einem C. Von hier komme ich über eine Rückwärtskante, darum hier irgendwie das Minus. Wir haben da 4 Einheiten, die da irgendwie drüber gehen. Die schicken wir quasi wieder zurück. Und wir könnten dann quasi diesen Fluss umverteilen von S nach C, können wir um 4 erhöhen. Hier können wir 4 zurücknehmen und hier wieder 4 erhöhen. Ja, dann würden wir quasi hier entsprechend das umverteilen und diesen Fluss hier nicht mehr nutzen, der hier jetzt so angenommen wurde. Ja, Bemerkung zur Korrektheit. Der Algorithmus ermittelt einen Fluss und während der gesamten Durchführung des Algorithmus bleibt es ein zulässiger Fluss. Das heißt, er erfüllt diese Flussbedingungen F1 und F2, also die Kapazitätsbeschränkungen und die Flusserhaltung. Ja, wenn der Algorithmus terminiert, so wird im letzten Markierungsdurchlauf in dieser Repeat-Schleife der Knoten T nicht mehr erreicht. Ja, dann wird sozusagen, sind alle Knoten, die von S aus erreicht wurden, die da markiert wurden, das sind die Knoten in der Menge S des Schnittes und alle anderen sind dann in der Menge T. Ja, und wenn das der Fall ist, wenn T nicht erreicht wird, dann müssen wir, sind die Kanten müssen gesättigt sein. Das heißt, der Fluss schöpft die vorhandene Kapazität vollständig aus, denn sonst hätten wir sie als Vorwärtskante berücksichtigt benutzen können. Diese Kanten müssen leer sein, also die von dem T zum S zurückgehen. Das heißt, da muss der Fluss null sein. Andernfalls hätten wir sie als Rückwärtskante benutzen können. Und wir haben hier sozusagen dann die Situation, dass der Wert des Flusses gerade der Kapazität dieses Schnittes entspricht. Und das ist gerade die Aussage, dass das maximal ist, das minimal ist und wir einen maximalen Fluss gefunden haben. Das nochmal so ein bisschen zur Begründung, warum das Ding funktioniert. So, wenn das Ding ganzzahlig ist, also wenn der initiale Fluss ganzzahlig ist und auch die Kapazitäten ganzzahlig, dann liefert der Algorithmus auch einen ganzzahligen Fluss, da wir nur Addition und Subtraktion haben und damit jedem gefundenen erweiterten Weg der Fluss wenigstens um eine Einheit erhöht wird, muss wegen der beschränkten Kapazitäten das Verfahren auch irgendwann terminieren. Ja, und zur Laufzeit, auch das mache ich jetzt nicht mehr ausführlich, gebe ich nur an, werden eben dieses Beispiel gesehen, dieses etwas artifizielle Beispiel mit diesen Kantengewichten M, ja, wo wir den Augmenting Path unglücklich gewählt haben. Wenn wir aber diese erweiternden Wege immer mit kürzester Länge auswählen, dann hat der entstehende Algorithmus eine Laufzeit von Anzahl Knoten mal Anzahl Kanten zum Quadrat. Das ist nicht wenig, aber es funktioniert. Wir haben höchstens V mal E viele Iterationen zu finden eines Weges und die Wegfindung benötigt maximal O von E Zeit. Wenn wir das miteinander verrechnen, kommt da quasi genau diese Laufzeit hier oben raus. Ja, die Details dazu finden Sie in dem Buch von Korman, was ich angegeben habe. Vielleicht nehme ich das gegebener Zeit nochmal in EdX auf. Ja, aber viel wichtiger ist erstmal, dass Sie die Anwendung des Algorithmus verstehen. Genau, das sozusagen nochmal zum Abschluss. Max Flohmin-Katt-Theorem, weil man das vielleicht ab und zu mal wieder hört. Ja, wenn wir ein Netzwerk N haben, ist die Aussage, dann ist der maximale Wert eines Flusses F
auf dem Netzwerk gleich der minimalen Kapazität eines Schnittes ST in dem Netzwerk. Das heißt, WF ist gerade die Kapazität des Schnittes von S nach T. Das war der Max-Flow-Algorithmus, der klassische Max-Flow-Algorithmus von Ford Falkersen. Am besten gehen Sie den mal auf dem Blatt Papier durch mit einem Netzwerk, um den nochmal irgendwie zu verstehen.